Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank, 12 Volt. Und Problem ist, der kühlt nicht, oder bei euch Problem, der kühlt nicht. Und da gehen wir drauf ein, was wir vorweg mal anschauen können, ob ihr das selber lösen könnt. Ich habe hier einen WEMO-Kühlschrank, ein 46F, der ist ohne Eisfach, aber das spielt jetzt von der Technik her keine Rolle. Weiter habe ich hier einen Transportschaden, also der ist dann günstiger zu haben, der geht bei uns in Lagershop bzw. über Marketplace, über Marktplatz bei Facebook werden die jetzt angeboten. Wir haben bei diesem Kompressor jetzt eine AC-DC-Steuerung oder eine 230 Volt und 12 Volt Steuerung. Und das ist im Prinzip dann nur die 12 Volt Steuerung. Das heißt, das ist die Artikelnummer 101N0212. Alles, was mit der 200 anfängt, also 02, ist eine Standard 1224 Volt Steuerung. Da gibt es also die reine 200, die 210er, die 211er, die 212er, die 230er und auch die 600er Reihe. Nur da ist, die sind noch EMV geschützt, haben eine andere Zulassung, zum Beispiel UL für den amerikanischen Markt. Aber das ist, ich sag mal, die meistverbaute Steuerung. Und wenn wir hier jetzt auf die Anschlüsse gehen, ist das der untere Block hier genau gleich wie hier. Oben haben wir den 230 Volt Anschluss und dann Plus und Minus, oder Minus und Plus, sehen wir auch hier fürs 1224 Volt. Jetzt kommt das Erste, dann frage ich immer, habt ihr überhaupt Strom drauf? Ich frage dann auch blöd, läuft die Innenbeleuchtung? Wenn mir die Leute sagen, ja, das Innenbeleuchtung geht auch nicht, dann denke ich mir, da ist gar kein Strom drauf. Oder auch die Verpolung. Klar gehen wir jetzt davon aus, dass das richtig ist. Wenn Plus und Minus nicht funktioniert, Plus und Minus verdreht ist, kühlt der Kühlschrank nicht, aber die Innenbeleuchtung geht. Zweitens haben wir das Thema, diese Kühlschränke haben alle einen Unterspannungsschutz. Das heißt, wenn die Batteriespannung 10,5 Volt hat, schaltet der Kühlschrank aus, Punkt, fertig, und kommt erst wieder, wenn die Batterie auf 12 Volt angestiegen ist. Wenn die Zuleitung schlecht ist, Wackelkontakt, Sicherung oxidiert und so weiter, dann fällt die Spannung zusammen, der Kühlschrank schaltet aus, also der Kompressor, und die Spannung steigt gerade wieder, weil keine Last mehr da ist, und der Ventilator läuft wieder. Nach 68 Sekunden schaltet der Ventilator aus, der Kompressor probiert wieder zu starten, weil die Spannung zusammensackt, geht er wieder aus und der Ventilator läuft wieder. Und nach 68 Sekunden fängt das Spielchen von vorne an. Also wenn der Kompressor nur ein- und ausschaltet, hat das nichts mit dem Kältemittel zu tun, sondern eher mit der Spannung. Wenn wir bei Plus und Minus bei diesen Anschlüssen hier oben die Spannung messen, und die sackt mehr als 0,5 Volt zusammen, dann habt ihr ein Zuleitungsproblem. Also das heißt, messen, wenn der Kompressor steht, über den Thermostat ausmachen, Spannung messen, zum Beispiel 12,5 Volt bei voller Batterie. Wenn die Spannung, Kühlschrank einschalten, und die Spannung fällt zusammen auf 11,5 Volt, dann habt ihr 1 Volt Spannungsabfall auf der Zuleitung. Wenn ihr 1 Volt Spannungsabfall habt auf der Zuleitung, sind das bei 12 Volt fast 10%. Das heißt, diese 10% der Leistung werden auf der Zuleitung verheizt und ihr habt nichts davon.
Aber jetzt nehmen wir an, der Kompressor läuft gar nicht und es geht gar nichts, auch der Ventilator läuft nicht, dann könnt ihr hier auf diesen drei Klemmen, die untersten, das ist die Klemme T, P und C, eine Drahtbrücke machen, so eine Drahtbrücke hier, unten einstecken auf C, dann müsst ihr laufen. Wenn ihr noch das mittlere dazu verbindet, wird der Unterspannungsschutz runtergesetzt auf 9,6 Volt. Wenn ihr mit solch einer Drücke, ihr könnt eine Zange nehmen, ihr könnt eine Büroklammer nehmen, ein Stück Aluminiumfolie und ihr bringt den so zum Laufen, indem ihr hier überbrückt, habt ihr ein Problem auf dem Thermostat. Wenn er mit der Brücke läuft und kühlt, ist es wirklich ein Thermostatenproblem. Und wir haben hier die zwei unteren Anschlüsse, C und T, oder umgekehrt, unten T und C. Das sind diese Buchstaben hier, bei der Steuerung genau das gleiche. Und die gehen auf den Thermostaten innen drin. Wir haben hier noch ein zweites dünnes Kabel. Das ist entweder bei der Steuerung hier angehängt auf A und C und bei der Steuerung oben direkt angehängt auf Plus und Minus und das ist die Innenbeleuchtung. Die müsst also immer brennen, wenn irgendwie eine Spannung da ist. Wenn ihr diese Brücke gemacht habt und der Kühlschrank läuft immer noch nicht, und die Verpolung ist richtig und die Spannungsversorgung ist gut, eben über 12 Volt, dann liegt es meistens an diesem Teil. Was noch sein kann, unten auf dem Kompressor ist dieser Stecker aufgesteckt. Es kann schon mal vorkommen, dass dieser nicht drauf ist. Aber wenn dieser nicht drauf ist, läuft der Lüfter. Probiert dann alle 68 Sekunden zu starten, aber weil der Kompressor nicht dran ist, läuft er nicht. Was auch ein Problem sein kann, ist, wenn der Kompressor startet, er läuft an und nach 5-10 Sekunden geht er wieder aus. Kann es der Spannungsabfall sein? Messen oder auch der Lüfter. Der Lüfter, wenn der 0,5 Ampere zieht oder mehr, schaltet die Steuerung wieder alles aus. Weil in der Regel startet der Kompressor und 15 Sekunden später kommt der Lüfter. Wenn der zu viel Strom aufnimmt, geht das aus. Also hier das Kabel vom Lüfter, den könnt ihr ausgehen, das geht auf Klemme klein plus. Und auf F wie Fan. Beim Fan ausziehen, nochmals probieren, wenn der Kompressor dann läuft, durchgehend, dann liegt es am Lüfter. Ihr könnt den Lüfter wieder einstecken, probieren, ob der läuft. Wenn es dann wieder das gleiche Symptom ist, dass der Kompressor wieder startet und bald wieder ausgeht, eben 5 Sekunden, dann liegt es effektiv am Lüfter. Wenn ihr den also ohne Lüfter mit dieser Brücke und genügend Spannung nicht zum Laufen kriegt, dann liegt es zu 99% an dieser Box. Da empfehle ich euch, schaut euch um, ob ihr irgendwo jemanden habt, der einen gleichen Kühlschrank hat, weil diese Kompressoren sind mehr verbreitet oder viel verbreitet. Diese Steuerung austauschen, ob er dann läuft. Aber eben 99% laufen dann diese Steuerungen nicht. Sehr selten, aber kann vorkommen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich mache euch hier ein Video über die Verdrahtung von einer Kühlbox mit dem Problem der Zuleitung, wie man es auch richtig macht.
Und sonst, wenn ihr wirklich technische Fragen habt, könnt ihr anrufen oder das Gerät vorbeibringen, wenn ihr aus der Nähe seid. Aber effektiv, schaut euch das zuerst an, weil die Hälfte aller Geräte, die hier bei uns in die Werkstatt kommen, haben einfach zu wenig Spannung. Die laufen hier, beim Kunden laufen sie nicht. Das ist immer ein Spannungsproblem. Ja, das soll es gewesen sein. Hier das Video über die Zuleitung. Und hier unten ein Video über diesen 46F. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.